Guten Tag, der Uwe aus Thailand, aus dem YouTube-Studio. Das ist schön, dass Sie jetzt schreien hier. Das Thema heute sind die Papageien, die Vögel. Wir müssen ja hier was machen und dass der Ton hier besser wird. Ich habe jetzt schon mal geguckt hier nach so einem Richtmikrofon und habe mir dazu auch ein paar YouTube-Tests angeschaut, die mich aber alle nicht überzeugt haben. Da waren sie dann auf der Straße da und sagen, ja, hier Umgebungsgeräusche werden doch alle da jetzt gefiltert. Ich habe genauso die ganzen Autos noch jetzt gehört dann da, die ganzen Straßenumgebung da. Das bringt ja dann auch nichts. Und das ist also scheinbar nicht das Richtige, mit so einem Richtmikrofon zu arbeiten. Jetzt habe ich so weitergeguckt nach so einem Headset mit dynamischer Kugel oder irgendwie so, dass man Mikrofon nah am Mund hat dann da. Da habe ich aber keine Tests so jetzt gefunden. Bringt es das wirklich was? Jetzt müsste ich hier mal gucken. Also ich habe das YouTube-Studio hier. Und jetzt drehe ich mal so rum von dem Abstand hier, von dem Foliere. Geh mal so rum. Das sind also höchstens, 3 Meter. 3 Meter sind das ungefähr, was wir hier zur Foliere haben da. Und wenn die dann da schreien, ich lasse die gerade hier mal so einen Dezibel-Guttester laufen. Also ich habe jetzt hier, was er jetzt aufgenommen hat, war das höchste jetzt 77,3. Also das, ja, jetzt sind sie natürlich jetzt nicht so laut, ist ja klar. Wenn ihr da einen Test macht, ist ja klar, da sind sie nicht so ruhig. Aber sag mal so, du kommst schon so an die 80 Dezibel, kommst du dann aber locker dran, wenn die da mal hier jetzt Party machen. So, Abstand ist jetzt nicht weit. Meine Sitzrichtung ist hier, die Vögel da. Also es kommt auch direkt dann der Schall von den Vögeln rüber. Ich kann da auch jetzt nichts groß hier hinsetzen, von wegen jetzt ein Schallschutz oder so. Weil das wäre ja dann auch nicht so schön, wenn man hier sitzt, möchte man ja die Vögel ja auch sehen. Das ist ja auch wieder so andersrum. Aber natürlich jetzt, welches Mikrofon wäre eigentlich für diese Situation jetzt das Beste? Also ich habe ja schon was anderes schon probiert, Jungs. Jetzt passt auf. Ich habe ja schon... Na, geht doch. Also, ich habe schon diese Teile hier von Sony habe ich da. Die haben wir auch jetzt hier probiert. Das geht also, das ist auch, das kommt an die Kamera dran mit dem Klinkenstecker hier. Und das ist der Empfänger und das ist der Sender. Den machst du dann hier so hin dann da. Und das ist eigentlich auch am Mund dann ja dran. Das Video kommt am Donnerstag, glaube ich, oder Freitag. Da machen wir hier auch hier mit dem Mikrofon dann nochmal jetzt ein Video. Geht auch in die Hose. Funktioniert also mit dem auch nicht. Deswegen also mit dem Headset, ne? Also ob das dann überhaupt die richtige Lösung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen Hilfe. Also diese von Sony funktionieren nicht. So, die waren auch eigentlich mal recht teuer, diese dann da. Dann habe ich ja noch sowieso... Diese Kamera da ist noch eine 4K und da ist auch hier so ein Mikrofon drauf hier. Das ist auch schon so eine Art Richtmikrofon. Aber ja, krieg dich mal runter hier, du. Ja, da ist er doch. Also, da kannst du dann auch hier den Pinökel abziehen, den hier, den ollen Pinökel hier. Ah, da ist er schon. Also, der hier. Von Boya ist der. Boya. Und ist eigentlich auch ein Richtmikrofon. So. Funktioniert auch nicht. Der geht auch nicht. Auch schon ausgetestet, funktioniert nicht. Kommen die Vögel auch durch. Genauso laut. Bringt auch nichts. Was ich jetzt habe, diese Kamera, ist die Sony CX405, der Camcorder. Der hat vom Ton her, hier sprechen gut, gegenüber gut. Gegenüber sehr gut, also die Vögel kommen da auch sehr gut rauf dann da. Also das habe ich alles schon da und habe ich probiert und alles geht in die Hose. Was machen wir jetzt? Na?
Natürlich auch preislich. Kommt mir da jetzt nicht an mit einer Lösung hier von 500 Euro oder was, ne? So, das Geld kriege ich ja gar nicht wieder raus. Eine gute, einfache Möglichkeit mit einem Klinkenstecker an die Kamera wieder dran. Und diese Möglichkeit habe ich dann da. Also, Richtmikrofon sage ich schon mal nichts. Headset, welches? Ne? Also nicht, dass ich jetzt da was kaufe dann da und ich schwätze dann hier und die Papageien kommen trotzdem wieder durch. Ne? Also ist jetzt echt eine schwierige Frage. Also ich komme da jetzt so auch nicht mehr so jetzt weiter, was ich denn da jetzt brauche. Nochmal, der Abstand ist wirklich nicht weit weg. 80 Dezibel kommen wir hin und die Vögel haben einen sehr hohen Ton. Einen sehr hohen Ton. Also nicht dumpf, der ist also richtig oben anzusiedeln dann. Ne? Was machen wir da? Frage jetzt an euch, wir haben ja da hier auch Experten auch dabei. Was soll ich jetzt nehmen? Am besten schickt ihr mir dann auch gleich mal noch so einen Link oder was dann da, ne? Oder der gute Name von dem das Gerät dann da. Ich muss ja gucken, ich muss das ja auch hier jetzt kaufen können, ne? Dass ich dann hier etwas dann noch finde. Nicht, was ich nur in Deutschland dann jetzt kaufen kann, muss ja auch hier im Lazada oder im Shopee oder was, ne? Dass ich das dann hier auch kaufen kann. Also, Frage an euch, was machen wir da? Was wäre jetzt das Beste? Ja, Beste wäre die Vögel weg, ist auch klar, ne? So, geht aber jetzt nicht, die Foliere ist da. Umsetzen geht auch nicht, wenn ich sage, ich packe jetzt die Papageien nach hinten rein in die andere Foliere, wo die Nymphensittiche sind. Und die Nymphensittiche hier nach jetzt vorne rein, geht nicht wegen dem Draht. Ich habe bei den Nymphensittichen hier einen dünneren Draht drin, Edelstahldraht. Und hier ist ein dickerer Draht, weil die haben starke Schnäbel und da brauche ich schon 0,1 Edelstahldraht da vorhanden. Da drüben ist nur 0,5. Geht also auch nicht. So, müssen hier bleiben. YouTube-Studio will ich hier auch entlassen. Es passt alles hier vom Licht her, es passt. So, jetzt Mikrofon. Hilfe, was machen wir? Ich mache es heute jetzt mal ganz spontan, jetzt hier mal rein. Und passt doch gut zu die Vögel jetzt Video heute da. Macht das mal. Hilft mir mal, was brauche ich jetzt? Das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. E-Mail könnt ihr auch machen hier, uweauswanderer@yahoo.com. Und dann könnt ihr mir auch dorthin schreiben oder hier dann, wenn es dann klappt. Aber ich sag schon, YouTube macht viele Links dann weg, wenn da irgendwie was von Amazon ist oder so. Das akzeptiert YouTube nicht, da so einen Link zu senden. Die wollen die Werbung dann nicht auf YouTube-Kanal haben, deswegen am besten dann E-Mail schreiben. Ja, machen wir so, also gut und billig, so wie es immer jetzt sein soll. Vielleicht so ein Headset oder hier so ein Mikrofon hin, das geht ja auch dann da, ne? Nur halt von der, es muss dann wirklich punktgenau hier sein und dass die Geräusche von den Vögeln euch jetzt nicht mehr nerven. Alles klar? Ich denke schon. Und tschüss, ciao.